Guten Tag, ich bin Ilja Tüchter von der Rheinpfalz hier auf der Airbase in Ramstein. Soeben hat das Treffen von etwa 40 Verteidigungsministern aus dem Bereich der Allianz der NATO stattgefunden bzw. angefangen. Es soll noch den ganzen Tag andauern bis etwa 16, 17 Uhr. Wir haben soeben die Eröffnungsstatements gehört vom amerikanischen Verteidigungsminister Lloyd Austin, der sich zuallererst bedankt hat bei der deutschen Amtskollegin Christine Lambrecht, die zu seiner Linken saß, für die Einladung hier nach Deutschland, dass es möglich sei, hier dieses Treffen auf der Airbase in Ramstein auch abzuhalten. Das Signal, das von dieser Konferenz von etwa 40 Amtskollegen ausgehen soll, sagte der Pentagon-Chef, sei, dass wir euch den Rücken stärken. Wir, die NATO-Allianz der Ukraine. Die Ukraine kämpfe den gerechten Kampf der Freiheit für die Demokratie. Und es gehe hierum, der amerikanische Verteidigungsminister benutzte sehr martialische Worte, das Arsenal der Demokratie der Ukraine zu stärken. Konkret geht es wirklich auch um Waffen, um die Waffen, die die Ukraine jetzt brauche, in einer neuen Phase des Krieges im Süden und Osten der Ukraine, einem Kampf, in dem Panzer gebraucht würden. Dazu passt, dass heute Morgen Christine Lambrecht die deutsche Bundesregierung bekannt gegeben hat, doch Panzer aus Deutschland liefern zu wollen. Dies ist ein Wechsel der deutschen Regierungshaltung und ist mutmaßlich schon ein Teil der Vorbereitung dieses Treffens gewesen. Und die Nachricht heute Morgen bekannt zu geben, kam sicherlich nicht zufällig. Es soll im Laufe des Tages aber nicht nur um Waffen gehen, sondern auch um die künftige Sicherheitsarchitektur in Europa. Dazu passt, dass hier wirklich eigentlich alle NATO-Staaten vertreten sind, obwohl man sich Mühe gibt zu betonen, dies sei kein offizielles NATO-Treffen. Deswegen finde es auch nicht in Brüssel im NATO-Hauptquartier statt. Das sind natürlich wichtige diplomatische Signale auch irgendwo innenpolitisch in den jeweiligen Mitgliedsländern, aber auch mit Blick auf die gestern ausgestoßene Drohung der Russen, insbesondere des russischen Außenministers Lavrov, dass diese Waffenlieferungen ein Affront seien, eine Aggression seien, bedeuteten, dass die NATO-Staaten Kriegspartei seien und dass durchaus ein dritter Weltkrieg drohe. Das Treffen könnte eben auch weitere Überlegungen anstellen, wie die Amerikaner in den nächsten Monaten ihre Präsenz in Europa möglicherweise noch aufstocken bzw. für die Zukunft koordinieren. Schon jetzt sind statt vor dem Krieg 60.000 amerikanische Truppen in Europa mehr als 100.000 Truppen in Europa wegen des Ukraine-Kriegs. Es wird darüber geredet, eine dauerhafte Rotationsregelung anzustreben, die ermöglicht, die NATO-Ostflanke auch künftig mit amerikanischen Soldaten zu schützen und die einzelnen Beiträge der verschiedenen Länder, ob aus Osteuropa oder auch Deutschland und Westeuropa, wird Gegenstand dieser Tagung heute sein. Ilja Tüchter auf der Airbase in Ramstein.